Hallo und herzlich willkommen auf Wiesn Planet, der Welt der Wirtschaftssimulationen, Aufbau- und Strategiespiele. Wir sind zurück in Business Magnet, spielen wie immer Tesla. Und es kam ein neues Update raus. Zum Beispiel kann man jetzt die Produktionshöhe anpassen. Wir können jetzt zum Beispiel vom, ja, was brauchen wir denn? Electric T2 Mini vielleicht mal. Vom Electric T2 Mini können wir jetzt mehr als nur 200 Stück produzieren, sondern ganze 1000 Stück. Das macht das Ganze schon mal einfacher und etwas chilliger. So, wie sieht's hier aus? Metall 35 Stück ist jetzt nicht mehr so viel. Ich werde das gleich mal für alle machen, dann habe ich es nämlich hinter mir. Hier Electric Tea 2000 Stück. Falls sie so viel überhaupt brauchen, das ist ja auch die Frage. 1000 ist nämlich nicht wenig, aber ich kann es ja immer noch manuell dann abbrechen, von dem her. So, hier auch den Luxus. So, dann hier den T2, den normalen. Und hier noch den Mini. Wunderbar. So, wir forschen ja gerade an coolen Packsensoren. Wie sieht es bei den offenen Bestellungen aus? Okay, der Electric T2, der kann halbwegs ordentlich produziert werden. Der T2 Mini, da ist eine riesen Nachfrage da. Und beim Luxus geht's. Okay. Wir sind natürlich, das bringt uns natürlich ja gute Verkäufe. Wir sind der Einzige mit einer Limousine auf dem Markt. Bei den Kompaktwagen haben wir ein bisschen Konkurrenz. Da tut sich der T2 gerade auch wirklich ziemlich schwer. Weil die hier eben ein relativ günstiges Auto mit gleichen Komponenten auf den Markt gebracht haben. Das ist übel. Das ist nicht wirklich gut für den T2. Und der T2 Mini, der ist ja auch wunderbar Marktführer mit fast 50 Verkäufen am Tag. Das läuft auch ziemlich gut. So, was gibt's hier? Produktion hochfahren, ja. Ist blöd, weil ich glaube, wir haben gleich kein Metall mehr. Mhm. Sieht nicht gut aus. In 3 Tagen kommt wieder Metall. Ja, ja, ja. Und da fehlt das Metall, oder? Gehe ich mal von aus. Ja, Metall fehlt. Ja, super. Und das hier sollte jetzt auch wieder geliefert werden. Hoffe ich. Ja, in 2 Tagen erst. Oh Gott. Ja, da stehen wir wieder still. Super. Das ist blöd. Ich glaube, hier die Bestellungen, das sollte man machen, wenn wir unter 1000 sind, sollten die schon direkt nachbestellen. Übrigens, ich habe einen sehr guten Kommentar bekommen. Vielen Dank für den Hinweis. Elektroautos brauchen gar kein Getriebe. Ja, toll. Das ist jetzt natürlich etwas peinlich. Das erklärt natürlich auch, warum wir irgendwann mal 3000 Getriebe oder so auf dem Lager hatten. Das war kein Bug. Es wurde bloß einfach nicht verwendet. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber vielen Dank für den Hinweis. Bin ich auch wieder ein bisschen schlauer geworden. Ich weiß es nicht, ich habe es irgendwie komplett übersehen. Naja, so Packsensoren wurden erforscht und Marketing ist auch fertig, sehr gut. Dann, was gibt's hier noch? Fahrtregler. Erstmal die fortgeschrittene Diebstahlsicherung. Und hier noch ein bisschen Markenbekanntheit. Wunderbar. Oh, die sinkt ziemlich. Ja, wie gesagt, vielen Dank für den Hinweis. Und hier muss ich, glaube ich, ein bisschen strenger werden, was das Ganze angeht. Das heißt, ich werde hier jetzt nochmal vom Motor, da sollen die ruhig 1000 Stück von, oh, jetzt funktioniert das wieder nicht, 1000 Stück von, also irgendwie buggt das rum. Ich konnte doch mal 1000 einstellen, das verstehe ich nicht. Ja, 200 Stück bringt mich auch nicht wirklich weiter. Kurios. Geht nicht. Naja, 200 Stück, wenn wir unter 1000 haben. Dann müssen wir das so machen. Das heißt dauerhaft. Dasselbe gilt für den Antrieb. Da haben wir, glaube ich, All-Wheel Drive. Ja, unter 1000. Genau. Dann die Batterie, die ist teuer. Da hat mir auch jemand geschrieben, ich kann die selbst herstellen. Stimmt, aber da brauche ich dann wieder die ganzen Ressourcen für und das ist auch wieder Stress und Aufwand.
Deshalb mache ich das nicht. Ganz einfach. So, hier luxuriöse Innenraumausstattung. Ne, geht nur bis 200. Ich fasse es nicht. So, was haben wir noch? Lichter, Lenkräder, Klimaanlage und Navi. Lichter, Xenon, Lenkrad, Luxus. Okay. Lichter, Xenon. Und Lenkräder, Luxus. Oder luxuriös. Ist ja das gleiche. Ja, toll. Zack, dann haben wir die Klimaanlage mit Zonen und die 3D-Grafiken beim Navi. Klimaanlage mit Zonen, genau. Und 3D-Grafik hier beim Navi, genau. Na komm, zack, genau. So, dann Unterhaltungssysteme, auch Luxus, Diebstahlsicherung einfach. Unterhaltungssystem Luxus. Einfache Diebstahlsicherung. Da machen wir ja gerade die bessere. Also die ist in der Forschung. So, dann haben wir noch hintere Parksensoren und ich glaube, das war's. Wunderbar. So, was gibt's hier? Wochenbericht. 25 Millionen Einkommen, das ist doch schon mal nicht schlecht. Und der Electric Luxus, der bringt wirklich ordentlich Geld rein. Da kann man sich nicht beklagen. Ja, das weiß ich auch, dass wir die Produktion hochfahren müssen. Uns fehlt hier aber gerade das Zeug. Oh, jetzt scheint es angekommen zu sein. Sehr gut. Metall ist auch da. Das freut mich. Ich hoffe, hier wird direkt wieder Metall bestellt. Ja, 2 Tage wieder 40.000. Sehr gut. Hier auch in 2 Tagen. Okay, gut. So, der Kleinwagen wurde vom Markt genommen und hier gibt es eine neue Limousine. Oh, okay. Also ein Kleinwagen weniger. Das heißt, wir werden hier noch mächtiger mit dem Electric T2 Mini. Limousine wird jetzt schwierig. Da hat Introsen, also So Labs hat mit dem Introsen da eine neue veröffentlicht, die genauso gut ist wie unsere. Nicht ganz so gut, die hat weniger Komfort. Und ungefähr gleicher Preis. Und sind wir eigentlich besser als die. Auch vom Marketing her, das sind wir besser. Das sollte. Ja, die Verkäufe brechen ein, aber es sollte jetzt nicht so schlimm sein. So, jetzt fehlt wieder Metall, oder? Lasst mich raten. Ja. Und wann kommt Metall an? In einem Tag, ja super. Also wir brauchen rund 40.000 Metall am Tag, so kann man das sagen. Ich werde hier nochmal 40.000 bestellen und das muss dann immer ankommen, wenn wir unter 200.000 haben. 200.000 reicht dann für 5 Tage. Ich mache das sogar nochmal. Zack. Wir müssen dauerhaft Metall bestellen, weil sonst geht hier nichts. Jetzt steht es halt wieder so lange still. Das ist halt unnötig. Ja. Das muss nicht sein. Da muss ich echt ein bisschen besser drauf aufpassen. So, der Electric T2, der geht gar nicht mehr, oder? Ja, hier war er mal an der Spitze für einen Tag, aber. Da er teilt sich das Ganze ziemlich mit dem Intropus. Und der Interlane, ja, der ist eigentlich davor, ja. So, Marketing ist fertig, sehr gut. Dann machen wir hier direkt weiter mit Markenbekanntheit für Tesla. Wunderbar. Ich überlege auch, ich glaube, ich stelle noch mal ein paar im Marketing ein, 20 Stück vielleicht. Wunderbar. Ja, wir haben ja noch ganz gut hier Platz im Büro. So, sehr gut. Die Forschung ist fertig. Dann machen wir hier weiter mit Fahrtregler. Nee, wir haben schon ziemlich viel Komfort. Würde ich nicht machen. Vielleicht dann eine bessere Batterie. Das schadet sicherlich nicht. Erforschen wir mal die. So.
Ja, was fehlt jetzt wieder? Metall wahrscheinlich. Ja. Wann kommt da die nächste Lieferung an? 3 Tage hier, 2 Tage. Ey, es ist wirklich übel. Es ist echt übel. Da kann ich auch nur. Ja, wir müssen dauerhaft parallel hier Metall bestellen. Es muss einfach parallel da ein paar Bestellungen geben, weil sonst läuft das alles nicht. Ganz einfach. Ja, wenn... So. Was ist... Achso. Sehr gut. Die Einstellung ist fertig. Hier fehlt uns wieder ganz viel. Immerhin 20 Millionen an Umsatz. Das ist nicht schlecht. Offene Bestellungen gehen wahrscheinlich wieder rasant hoch. Ja. Der T2 Mini ist wirklich... Das ist unglaublich. So, die Forschung ist fertig. Sehr gut. Dann machen wir hier direkt weiter mit einer besseren... Mit einer noch besseren Batterie. Oh, was ist das hier? Ein neuer Kleinwagen. Das kann jetzt sehr gefährlich werden. Der Sarkodin One von Best Woodstree GmbH. Okay, da muss ich jetzt mal schauen. Wie ist der denn so? Der ist teurer als unser, aber auch überall ein bisschen besser. Okay, das wird interessant, ob da der hohe Preis, ja, ob das gerechtfertigt ist oder ob der Preis zu hoch ist. So viel besser ist er jetzt auch nicht. Nee, die kommen da nicht ran an den T2 Mini. Marketing ist halt auch schlecht. So, wann kommt denn das Metall an? Metall ist doch da. Ja, dann produziert, Leute. Produziert. Sehr gut, Forschung ist fertig. Dann machen wir hier weiter mit dieser Batterie. So, Marketing ist fertig. Aha. Ja, komm mal 10 Tage, dann muss ich das nicht jeden Tag hier einstellen. Zack. Wir müssen die Produktion hochfahren. Ja, ich weiß. Naja, langsam kriegen wir es hin. Wenn wir jetzt dauerhaft so produzieren könnten, ohne dass wir irgendwelche Schwierigkeiten bekommen, dann wäre das gar nicht schlecht. Da kommt in 3 Tagen wieder was an. Okay. Also diese Mail nervt. Kann man das irgendwie abstellen? Das nervt. Alle paar Stunden, wir müssen Produktion hochfahren. Das weiß ich selber, Leute. Busgeräusche könnten wir auch mal ausstellen. Ja, okay. Man hört es immer noch. So. Forschung. Dann forschen wir hier an einer noch besseren Batterie. Irgendjemand schreibt mir auf Steam. Da kann ich jetzt leider nicht drauf antworten. Tut mir leid. So, jetzt kriegen wir das so ein bisschen in den Griff. Wie sieht's hier denn jetzt aus mit dem Sarkodin? Ja, er schadet uns schon ziemlich, aber wir sind noch an der 1. Und hier Kompaktwagen, das ist nicht ganz so erfolgreich. Und Limousine, da sind wir auch noch an der 1. Okay. Wunderbar. Wie sieht's im Lager aus? Ja, es geht tatsächlich. Wir können fröhlich produzieren. Das freut mich. Wochenbericht 37 Millionen. Schaut, da produzieren wir mehr und zack, steigt das Einkommen. Sehr schön. So, die Batterie ist fertig. Sehr gut. Dann noch eine bessere. Ach, geht gar nicht. Nur die hier, aber die ist nicht so gut. Dann... hier All-Wheel Drive ist nicht übersetzt, warum auch immer. Allradantrieb eben. So, der T2, der enttäuscht mich. Ich überlege, ob ich den vom Markt nehme und dann vielleicht irgendwie direkt da mit einer neuen Generation für den Kompaktwagen ankomme. Weil das ist halt schon eigentlich ein Flop, kann man so sagen. So, der Trisma 4, eine Limousine, okay. 2 haben gekündigt.
Okay, wir brauchen Leute in der Produktion, weil zwei gekündigt haben. Eigentlich nur einer. Der reicht dann. Wunderbar. So. Och, jetzt werde ich ja auch noch angeschrieben. Unglaublich. So Metall. Ah, wieso wird hier 10 Metall bestellt? Was habe ich denn da gemacht? Ja gut, dann bestell eben 10 Metall. Das kommt ja irgendwie dauerhaft an. Alles klar, mach das ruhig. Ja. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus, wobei hier die Komponenten werden, die werden jetzt schon wieder knapp. 3 Tage hier, ein Tag hier, okay. Was gibt's denn hier? Wochenbericht 45 Millionen. Jetzt haben wir, glaube ich, wirklich durchproduziert in der Woche und das Limit scheint bei 45 Millionen zu sein. Aber das ist wirklich nicht schlecht, da kann man nichts sagen. So, Forschung ist fertig, dann macht ihr mal den besten Antrieb, den es gibt, und Marketing auch ein bisschen Markenbekanntheit für unser tolles Unternehmen hier. Ja, das sinkt auf jeden Fall. Ja, der Electric Tea 2, der gefällt mir nicht, wie gesagt. Da bin ich am Überlegen, ob ich da wirklich vielleicht auch nur so ein Zwischending auf den Markt bringe. Vielleicht so den Electric Tea 2.5 klingt auch blöd. Schwierig. Oder ob wir uns erstmal aus dem Kompaktwagenmarkt zurückziehen. Aber warum sollte man das tun? Also wir verkaufen ja doch ein bisschen was. Es ist ja jetzt kein Flop mit 2 Verkäufen am Tag. Schwierig tatsächlich. Tut mir da gerade echt schwer. Ich glaube, ich lasse ihn erstmal auf dem Markt. Ist ja jetzt kein völliger Flop. Der Electric Luxus wird wirklich am besten verkauft. Nicht schlecht. Oder wir ziehen uns aus dem Kompaktwagenmarkt zurück und machen dann vielleicht mal ein Pickup. Oder ein Sportwagen, wobei ich glaube, da wird nicht viel gehen. Wo gibt es noch einen großen Markt? SUVs, Kombis, okay. Wir könnten mal ein Kombi machen und den Kompaktwagen hier vom Markt nehmen. Das wäre eine Überlegung wert. Ja, schaut, jetzt gibt es hier schon den nächsten neuen Kompaktwagen. Also, das ist echt too much. Wie ist der so? Intropos 2. Ja, so wie unsere, aber oh, sogar teurer, der ist ziemlich schlecht. Dann beobachte ich das mal weiter. Ja, der kann uns jetzt nicht so viel anhaben. Okay, was ist das hier? Das ist der Kleinwagen. Sehr gut. Also Kleinwagenmarkt läuft. Hier sieht es auch nicht schlecht aus. Motoren haben hier irgendwie viele. Naja. Habe ich kein Problem mit. Nicht genug Produktionsmitarbeiter, warum das denn? Ach, da haben 2 gekündigt, oder wie? Zack. Ja, ich weiß nicht, wir könnten mal auf den Kombimarkt gehen und das Ganze ausprobieren. Es spricht ja eigentlich nichts dagegen. Dann würde ich sagen, den Kompaktwagen, den normalen Electric T2, den nehmen wir vom Markt. Ja, komm, die paar Verkäufe, die uns da noch fehlen, ist jetzt auch nicht die Welt. Der wird eben am wenigsten bestellt. Ja, der Luxus wird auch nicht so oft bestellt, aber der bringt mehr. Deshalb der T2, der normale, wird vom Markt genommen. Den gibt es jetzt nur in der Mini-Ausfassung oder halt als Luxuskarre. Der normale wird vom Markt genommen. Tschüss. Aber dafür produzieren wir jetzt einen Kombiwagen. Ach, das müssen wir erst erforschen. Stimmt. Das muss man erst erforschen. Ja gut. Dann produzieren die anderen jetzt mal hier den T2 Mini, weil da gibt es wirklich noch sehr viele offene Bestellungen. Dann machen wir das eben so. Und wenn wir dein Kombi erforscht haben, dann machen die 2 Fabriken da eben den neuen Kombiwagen.
Ja, da wird jetzt natürlich auch deutlich mehr produziert von. Der Kleinwagenmarkt läuft wirklich gut, da kann man nichts sagen. Wochenbericht, wieder 45 Millionen, das ist das Ziel jede Woche, 45 Millionen, dann bin ich zufrieden. So, ihr forscht jetzt bitte am Kombi. Wie sind denn da die Wagen? So, die sind nicht wirklich gut, nee. Das sind Schrottkarren, tut mir leid, aber das ist gar nichts. So, was gibt's hier? Ein neuer Kleinwagen, der Sarkodin 2. Okay. Wie ist der denn? Oh, der ist sogar besser als unserer, kostet aber auch mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, sind die Leute bereit, fast 10.000 mehr zu bezahlen? Für ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen weniger Verbrauch, gleiche Reichweite und ein bisschen mehr Komfort. Ist jetzt die Frage, das wird sich herausstellen. Es sieht nicht so aus, also... Wir haben wirklich noch sehr stabile Verkäufe. Da kann man nichts sagen. Nee, der schadet uns überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ja, okay, das ist keine Gefahr für uns. Das freut mich. Ja, hier Marketing, Markenbekanntheit ein bisschen. 5 Tage mal. Und danach dann vielleicht die Produktveröffentlichungswerbung gleich schon für den Kombi. Bin ich gespannt. So ein Kombi, der sollte ja auch mehr Geld bringen eigentlich, weil es ist ja schon ein größeres Auto als so ein Kompaktwagen. So, der Electric Luxus, da gibt es nicht mehr so viele offene Bestellungen. Okay, noch ein neuer Kleinwagen. Ja, also der hat uns überhaupt nicht geschadet, das Sarkodin 2. Der Liberberg, der ist genauso wie unserer, plus weniger Komfort, aber auch günstiger. Okay, das ist interessant. Sehr günstig, fast gleich, plus weniger Komfort. Das kann schwierig werden. So, der Electric Luxus, da gibt es kaum noch offene Bestellungen. Ja, jetzt sind sogar unsere Auslieferungsbereiche voll, weil den keiner will. Ja, super. Ich glaube, hier muss Straße hin. So. Hier auch noch. Dann kann hier mal eine Fabrik mit dem Electric Luxus aufhören. Ihr und ihr macht den T2 Mini. Ganz einfach. Wie sieht es hier denn aus? Okay, es geht noch. Ja, so langsam haben wir das Ganze im Griff. Da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass man da jetzt keinen Stress mehr machen muss, weil das langsam läuft. So, die zwei Mini, da sind wir jetzt auch voll dabei, das Ganze ja, runterzukriegen. Wir haben jetzt eh kaum noch offene Bestellungen. Da könnte man eigentlich gleich drüber nachdenken, ob wir vielleicht mit einer neuen Generation anfangen. Die war jetzt nicht so lang, aber hat ja doch gut Geld gebracht und sich gut verkauft. Und dann vielleicht direkt die T3 Produktion dann eben. Könnte man sich überlegen. So, Electric T3 Mini, Electric Luxus 2 und dann der Electric Kombi wahrscheinlich. Electric Kombi, ja. Und Kompaktwagen erstmal nicht, weil das ist mir zu hardcore. 42 Millionen, okay, das ist nicht mehr ganz so viel. Die Forschung ist gleich fertig und dann werde ich da wirklich die besten neuen Komponente einbauen, weil warum sollte ich da jetzt noch alte Sachen reinbauen? Da kommt dann unsere neue Batterie, das ganze neue Zeug eben. Der neue Antrieb und so weiter. Bloß bei den Motoren sind wir noch ein bisschen hinten dran. Ich entwerfe das auch gleich mal, damit ich das für die nächste Aufnahme nicht vergesse. Das ist der Electric Kombi. Wie der Name sagt, mit einem Elektromotor, einem tollen Antrieb, der geilen Batterie. Und hier eben von allem das Beste.
Manches davon haben wir ja noch auf Lager. Das ist ganz praktisch. Zack, und der kostet... Oh, ordentlich. Da werde ich dann 100.000 mal verlangen. Das sollte eigentlich gehen. So, dann auch direkt den Electric T3 Mini. Ich glaube, zusammengeschrieben, oder? Nee, nicht. Okay. Electric T3 Mini. Der Kleinwagen. Der Motor ist, glaube ich, jetzt der gleiche wie in der alten Generation. Das ist ein bisschen schade. Da hätte ich jetzt noch vorher was erforschen können. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Also das sollte jetzt nicht das einzige wichtige Kriterium sein. Empfohlener Preis, okay, da gehe ich dann mal auf 5 und 9. Oder wisst ihr was? Der Mini, der kostet schon 100.000. Da bin ich jetzt wirklich mal... da bin ich jetzt mal... teuer, aber es wird ja gekauft, dann kostet der Kombi 110.000, ganz einfach. Der Luxus dann wahrscheinlich Electric Luxus 2, der wird dann wahrscheinlich 120 kosten oder 115, da muss ich mal schauen. Nö, ist jetzt teurer, aber man sieht ja, es wird uns wirklich alles abgekauft. Wir machen Riesengewinne, dann kann man ja mal ein bisschen teurer werden, gehe ich mal von aus. So, empfohlener Preis, okay, das ist ja fast unter dem Kleinwagen. Das muss auch zu 110.000, so leid es mir tut, aber sehr kurios. Der Kombi, der soll teurer sein als unser Luxuswagen. Ha, naja, ja, hier ist, den meine ich. Genau. Der Kombi ist da wirklich ein bisschen teurer. Dann gehe ich mir hier mal auf 105.000. Das sollte noch okay sein. Dann sind wir mit jedem eigentlich so ein bisschen, ja, rund 10.000 über dem empfohlenen Preis. Das geht. Hier 15.000, okay. Aber an sich, denke ich, ist das in Ordnung. Ansonsten können wir noch mit dem Preis runtergehen. Das ist ja auch kein Problem. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Gerne den Kanal abonnieren. Auf wiese-planet.de vorbeischauen für tolle Interviews. Gibt auch eins mit diesem Entwickler von diesem Spiel. Mit News, Reviews, Previews zu aktuellen Wirtschaftssimulationen, Aufbau- und Strategiespielen und gerne auf Twitter folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.